Croftrow hat euch übertölpelt, ja? Und jetzt ist sie über alle Berge. Das Amulett, Herr von Croy. Es spricht von dem Priester, Simerket. Simerket. Mon Dieu, Lara. Jean-Yves, mein treuer Freund. Ich fürchte, du bist nicht hier, um mit mir zu plaudern. Nur wenn du willst, dass von Croy in unsere kleine Party hineinplatzt. Von Croy? Ich denke mal, er hat das hier gesucht. Das Amulett des Horus. Eine fast sagenumwobene Reliquie. Mit anderen Worten, du hast nicht nur Seths Grab gefunden, du hast es auch geöffnet. Das ist ein schlechtes Omen. Übersetzt aus dem Hebräischen heißt das so viel wie derjenige, der das Amulett entfernt, entfesselt erneut, Seths dunkle Kräfte. Und Seth sprach: Ich bin der Schatten über der Sonne, der Auslöser aller Seuchen. Mein Hass verzehrt das ganze Land und ist unersättlich. Doch nur wer das Amulett bei sich trägt, besitzt die Macht im Tempel des Semerket bei Karnak, den Sonnengott Horus anzurufen, auf dass dieser den teuflischen Seth im Zaum halte. Die Zeremonie ist erst vollendet, wenn die Rüstung des Horus den Sonnengott anruft. Die Rüstung des Horus. Bei unseren Grabungen in Alexandria haben meine Leute voller Angst davon gesprochen. Also ist von Croy auch hinter der Rüstung her. Nur ein völliger Ignorant jener Prophezeiungen würde sich mit diesem Teufel einlassen. Nun gut. Seth ist frei. Aber woher hättest du es auch wissen sollen? Es wird Zeit, die Dinge wieder zurechtzurücken und einen Dorn in meinem Auge zu entfernen. Ja, also, wie ihr in der hübschen Cutscene gesehen habt, ist der liebe Herr von Croy wieder aufgetaucht und, ach, er hätte da bleiben können, wo er war. Jetzt geht er uns wieder auf die Nerven. Ich kann mich an dieses Level erinnern. Warte, mal gucken, wie das Level heißt. Tal der Könige, war das da vorne? Speichern wir mal hier. So. Wir sind jetzt im Tempel von Karnak. Karnak. Aha, okay. Ja, ich kann mich an das Level der Tempel von Karnak sehr gut erinnern und ich kann mich daran erinnern, dass ich keine Ahnung mehr habe, wie es da weitergeht. Ich weiß nur noch, dass man über die Mauer hier drüber muss. Und sich irgendwie, keine Ahnung, seinen Weg suchen muss. Ugh. Was denn? Oh, Skorpions. Hallo Skorpion. Och, das war aber ein großer Skorpion. Och, da ist noch einer. Ich glaube, das sind jetzt die giftigen. So, nehmen wir mal hier das hübsche Medipack. Das ist ja ein super Level-Einstieg. Und dann fangen wir einfach mal an, hier hinten zu suchen, was hier so ist. Nichts. Das ist nicht das, was ich gesucht habe, aber nichts ist besser als nichts. Wollen wir jetzt mal da hinten reingehen? Gehen wir mal hier hoch und gucken, ob hier oben irgendwie was liegt. Ah, tatsächlich, da liegt was. Ein Medipack.
bevor man ein Tomb Raider Level startet, muss man erstmal alle Medipacks holen. Das ist oberste Priorität. Priorität. Der Typ in der Cutscene hat übrigens einen geilen Akzent. Hä? Wie mehr ist hier nicht? Achso, doch. Da ihn denke, das weiter. Na geht doch, Mensch. Die hat sich aber auch manchmal. So, jetzt schon wieder hoch, aber oben waren wir ja jetzt schon. Da haben wir ja schon mal ein bisschen geluckt. Ne? Looky looky. Und haben wir schon gespeichert? Weiß ich nicht. Falls doch, will ich euch jetzt nicht auf die Nerven gehen mit meinem ständigen Gespeicher. Tu es aber doch. Deswegen geht der ja, also ich hoffe mal, dass die Skorpione unser einziges Problem in diesem Level sind. Daneben. Verdammt. So. Was? Schrotmunition. Schon wieder. Mensch, die müssen wir irgendwann mal verballern, aber ich glaube nicht, dass ich meine Schrotmunition an Skorpionen verschwenden sollte. Das wäre ja irgendwie ein bisschen scheiße. Verdammt. Die dürfen mich nicht beißen. Oder stechen oder sonst was. Hat mich jetzt schon einer? Nee. Das müsste ich euch eigentlich mal zeigen, was passiert, wenn mich da so einer erwischt. Sieht nämlich eigentlich richtig geil aus. Ein großes Medipack. So, können wir die Vasen auch zerschießen? Nein. So. Zerschießen wir einfach mal alle Vasen hier. Auch da drüben die. Dann holen wir uns mal ein Goodie nach dem anderen. Hätten wir die Schrottammo. Doch hätten wir die Uzi-Munition. Und da drüben hätten wir Fackeln. So. Ja. Der Typ aus der Cutscene konnte das besser. Eindeutig. Stein, da war nur für die Vase da, oder wie? Ja, und das war anscheinend jetzt hier ziemlich nutzlos, außer die Gegenstände, war das hier ziemlich nutzlos, weil das nur ein Secret Room war. Aber er hat uns ja wertvolle Sachen mit auf dem Weg gegeben. Hätten wir diesen Secret Room nicht gefunden, dann würden wir in diesem Level sterben. Noch ein Eingang. Ach, die meisten Eingänge hier sind eigentlich total sinnfrei. Ich check einfach mal ab, wo es hier immer so lang geht. Da hinten. Müssen wir, glaube ich, nicht hin. Ich glaube, wir müssen hier durch. Speicher mal, wenn jetzt nämlich mal ein Skorpion kommt. Da zeige ich euch mal, was da passiert, wenn die mich beißen. Ja, ist aber typisch, weil jetzt kommt keiner. Hm. Ja, da oben ist irgendwas. Wo sie gerade hingeguckt hat, da müssen wir auch irgendwie hin. Weiß nur nicht, wie wir hochkommen. Ich weiß, dass das hier eine relativ schwierige Taucheraufgabe war. Deswegen sollten wir speichern. Yay, ich bin der Speicherkönig. Irgendwie konnte man doch auch... Warte mal. Nein. Verdammt, naja, egal. Ich wollte jetzt irgendwie... Ist das hier? Kann man das auf... Was ist das? Ah. Munition. Nicht Munition, Fackeln. Ich bin jetzt nochmal aufgetaucht, weil wir die Luft einfach brauchen, nehme ich an. Nein.
So ist das ein eleganter Abgang. Ich glaube, das konnte man öffnen. Ja, genau. Es waren solche Unterwassertüren irgendwie. Und ja, jetzt ist er nicht mehr geschwommen. Keine Ahnung warum. Na, was wollte ich denn die ganze Zeit sagen? Ich glaube, hier unten finden wir eine Armbrust. Das ist, glaube ich, das einzige Tomb Raider-Spiel, was ich kenne, wo Lara tatsächlich eine Armbrust bekommt. Und wenn wir nicht die Armbrust bekommen, dann haben wir hier jetzt wenigstens die Pfeile. Die zeige ich euch mal. So, hier werden die schönen Pfeile, leichte. Da gibt es, glaube ich, sogar noch explosive Pfeile und bla. Und da gehen wir wieder runter. Mit einem eleganten Abgang. Wieder. Wir wollen ja Weltmeister im eleganten Abtauchen werden. ansonsten gab es hier anscheinend nichts, wie ich sehe. Ah, hier ist noch ein kleiner Riss in der Wand. Schon wieder ein Secret? War das... Na... Aha. Oh. Ein großes Medipack. Pfeile. Lara, beeil dich. Ja, ja, Schrotammo und Uzi-Ammo. Wunderbärchen. So, und jetzt aber mach mal schnell, ne? Lara, bitte. Lara, bitte, mach hin, beeil dich, scheiße, warte mal, ich hab das jetzt alles so schön geholt, ich nehme jetzt einfach Medipacks, so. Wir haben ja erstmal genug, noch eins, ach Mann, Lara schwimmt so scheiße. Ganz ehrlich. Oh, schon wieder eins. Meine Güte, das ist ja Medipack-Verschwendung vom Feinsten. Und jetzt tauch auf, Lara. Tauch. Oh. Jetzt nehmen wir aber ein kleines. Das reicht jetzt. So. Oh. Mann, Mann, Mann. Okay, dann weiß ich schon, wie ich diese Folge nenne. Dies wird die Folge. Medipack-Verschwendung. Ja. Ich weiß, die meisten hätten jetzt einfach nochmal geladen und wären nochmal neu runtergegangen, aber dafür bin ich zu faul. So. Wir speichern deshalb jetzt einfach mal.